Ein BMW-Fahrer ist am Mittwoch auf der Alpenrosenstraße zwischen Westerstede und Jade beim Überholen einer Fahrzeugkolonne in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Dacia kollidiert und hat zusätzlich einen LKW touchiert. Bei Einsatzanfahrt haben wir vorgefunden, dass ein Fahrzeug vorne der Vorderreifen oder Vorderachse weggerissen wurde. Ein LKW auch vorne von Schaden hat. Und bei weiteren Begutachtung der Einsatzstelle haben wir festgestellt, dass circa einen halben Kilometer weiter nach hinten weg ein BMW-Fahrer auch noch war, wo hinten die Achse weggerissen wurde. Beide Fahrzeugbeteiligten, PKW-Beteiligten, wurden vom Rettungsdienst in die örtlichen Krankenhäuser transportiert. Wir haben einmal den Brandschutz sichergestellt und die Einheit Westerstede hat dann einmal bei dem Dacia Personenbefreiung gemacht mit Schneidgerät. Und bei dem BMW-Fahrer, da konnte man den durch die Seiten, also Beifahrertür, befreien. Und wurde dann den Rettungsdienst übergeben.